Guten Tag zusammen! Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Jetzt schauen wir mal, was hier draußen denn los ist. Es klingt langsam nach ein bisschen mehr. Weswegen ich ja bevorzugen würde, hier mal kurz das irgendwie. Hi. Hey. Hi. Entschuldigung. Wollt ihr zu mir? Wollt ihr mal kurz zu mir kommen, bitte? Ist natürlich auch geil, das jetzt hier in der Wüste, wo ich sowieso die ganze Zeit immer nur durch die Kakteen renne. Okay. Würde jetzt einfach mal ein bisschen auf Fernkampf gehen wollen. Nicht, dass ich da mal irgendwie ruckzuck hier mal zu sehr ein auf die Nauze bekomme. Natürlich weicht ihr aus, wenn ich gerade am Ziehen bin. Okay, dann ein bisschen Abstand gewinnen. So, Repair. Der müsste auch direkt wieder da landen, genau. Ich habe nur 22 Pfeile? Was zur... Dann machen wir das jetzt mal mit einer ruhigen Hand hier. Ganz ruhig. Eigentlich wollte ich ja hier mal ein bisschen was absahnen, aber irgendwie kann ich das, glaube ich, vergessen. Oh, Scrap, Scrap, Scrap. Der Knüppel ist auch irgendwie hinüber. Scrap. Dann machen wir hier mal ein paar Arrows. Hier auch nochmal. So, Freunde. Hierher. Hallo. Dürfte ich euch mal einladen, zu mir zu kommen, bitte? Was läuft... Lauft ihr denn hier für Zickzackkurse? Einfach geradewegs zu mir, bitte. Kopf ab! Das war doch mal zum Level up so ein Kopf verloren hier. Sehr nice. Genau zwischendurch geschossen, sehr gut. So. Zack. Und zack. Sehr gut. Nehmen wir wieder mit. Rücken wir wieder vor. Und die nächsten paar. Haben wir die alle schon? So, die nächsten bitte. Die nächsten an Kasse 4 bitte. Danke. Zack. Hallo, junge Dame. Würden Sie bitte mal... Was? Vor Angst.
vor Angst in die Knie gegangen. Ach, Sie, hallo. Und Sie auch. Kommen Sie doch mal ran hier. Diese elendigen Kriecher, was die immer an Zeugs aushalten, das ist unglaublich. So, jetzt müsste ich aber erstmal ein bisschen Zeit haben, hier mal durchzugucken. Hier dieses olle Plantfire, das braucht doch kein Schwein. So, zack, den können wir auch gleich scrappen. Schwester! Können Sie sich das mal angucken? Ich habe hier eine kleine Schnittwunde am großen Zeh. Oh, sehr schön. Reach. Sehr gut. Scrap. Haben wir noch mehr? Langsam sollten wir auch mal zusehen, zum Händler zu kommen, wa? Ah, das konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. So eine Chance, also. Das waren jetzt, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber vielleicht könnt ihr mir ja berichten, wie es aussieht. Aber es waren doch bestimmt so anderthalb, zwei Level bestimmt. Hier ein Nester nehmen wir nochmal mit, dann können wir nochmal ein paar Pfeile machen. Ansonsten gehen wir jetzt mal geradewegs zum Händler. Nicht, dass der zumacht, bevor wir da sind. Das wäre nicht vorteilhaft für unsere Planung. Oh, mal kurz, obwohl ich brauche mich nicht kurz ausruhen. Die hechelt nur noch. Warum die bei 50 Ausdauer auch schon wieder anfängt zu hecheln, ist auch immer so eine Frage. Muss keiner verstehen, aber gut, habe ich keinen Einfluss drauf, also nehmen wir es halt so hin, ne? Zwei Rucksäcke plus Müll auf einen Haufen. Da waren wir auch schon dran. Na denn? Na denn, na denn. Huch. Könnten wir nochmal was trinken für die Ausdauer? Maximum Wellness, sehr nice. Nehmen wir mit. 101. Sehr, sehr, sehr gut. So, Tag 14 geht's weiter. Tag 14 Horde würde ich da wieder ausharren wollen, wo wir jetzt waren. Aber ich würde ganz gerne vorher schon mal ein Haus angefangen haben zu konstruieren. Deswegen ja auch das ganze Theater hier. Bezüglich Level 20 werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Moment, erstmal kurz Taschen leeren. Dieser ganze Müll, der hier auf dem Boden rumliegt. Also wenn ich konnte, würde ich dir erstmal ein bisschen aufräumen. Kann ich da hinten eigentlich ran? Nee. So, nein, nein. Kann ich die verkaufen? Bringt nichts. Die nicht. AK, nee. Oder? Doch, ich werde eh nicht mit einer AK schießen. Und wenn, dann vielleicht später. Komm, dann bin ich's los. Kann ich nicht verkaufen. Das weg. Das weg.
das weg. So, hast du jetzt hier irgendwas in dein Secret Dash? Ah! Wir haben viel zu wenig. Oh Mann. Er hat einen Mining Helm. Shotgun, Long Barrel. Hunting Knife. Nee, sonst hat er nichts, was mich interessieren könnte. So, dann das da rein. Das da rein. Ja, nein. Dann lassen wir dich erstmal einschmelzen. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Nicht wirklich. Dann gucken wir mal nach einer Shovel. Dafür brauche ich 10 Holz, das habe ich nicht. Kann ich irgendwas crappen? Nein. Gut. Dann den Baum durfte ich nicht hacken. Da war was. Immer noch nicht? So, dann können wir die schon mal craften. Was ist denn hinten für ein Scheinwerfer? Alter! Geht da gerade die Sonne unter? Sag mir bitte, dass da gerade die Sonne untergeht und nicht irgend so ein Scheinwerfer gerade auf mich leuchtet. Wo die Sonne ist da. Was ist denn das? Hey Cowboy. Junge, Junge, Junge. Nehmen wieder ein bisschen Jucker mit. Können wir wieder essen unterwegs. Für Ausdauer. Da war gerade wieder eine Schlange. Es ist sehr angenehm, dass diese Jucker-Dinger nicht so viel Essen geben. Eieiei. Ein sehr ruckeliger Heimweg. Da lang. So ruckelig, dass ich selbst schon die Orientierung verliere. Immer schön mitnehmen hier. Können wir uns Bandagen draus machen. Aber die wir dringend brauchen, weil wir andauernd in irgendwelche Scheiß... Gott, jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Guten Tag. Höpf, höpf, höpf. Ja, also dafür, dass wir jetzt die letzten paar Male immer so wenig zu tun hatten, haben wir jetzt mit einmal ganz schön viele Zombies. Zwei Horden. Oh, Potassium, auch schön. Kriegen wir das schnell weg? Ne, definitiv nicht schnell. Dafür ist unsere Schaufel fertig. Zack. Zack. Wo gehört denn das hin? Das werden wir auf der Karte nochmal prüfen müssen. Aber bitte erst, wenn wir zu Hause sind. Denn sonst wird das hier ein bisschen knapp. Ha. Es ist ja monströs, dass ich den Scheinwerfer bis hinten zum Händler sehe. Also, sorry. Kann doch nicht richtig sein. Ja, ich weiß, gerade übelste Verschwendung. Ich habe gerade einen Tee getrunken für drei Durst. Aber
Ich wollte die Ausdauer haben, ich will nach Hause. Dieses Gehechel geht mir nämlich leicht auf Zunder. So, jetzt schauen wir mal. Höpf, höpf. Irgendwo da hinten kam das. Das muss von ganz da hinten kommen. Hinten aus einer anderen Stadt. Oh, das ist ein Busch, der da flattert. Wow, das war eng. Ja, dann können wir uns hier erstmal ausmischen. Schaufel ist fertig, sehr gut. Dann Eisen rein. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 ja. Das noch und Gott. Dann kommt das da rein. Das da rein. Hier kommt das und das. Und dieses. Da wollte ich zwar nicht hin, aber dann schmeißen wir hier erstmal das Zeug rein. Leere Gläser können wir da reinknallen. Packen wir doch Kerzen hin. Wo packen wir den Pilz denn hier? Das langt. Knochen brauche ich nicht. So, da wollte ich hin. Das und das kann weg. Das kann erstmal weg. Hier die ganzen. Oh, das hätte ich alles mitnehmen können. Ja, alles, obwohl das sind Sniper-Teile, ne? Die wollte ich ja behalten. Und First Aid-Zeugs. Das kommt da rein. Das kommt hier hin. Nein, nein. Kerzen müssen noch irgendwo hin. Ach komm. Schmeißen wir hier hin. Das Holz behalten wir. Davon nehmen wir ein bisschen was mit. Können wir das zu Tello verbraten? Moment, war das überhaupt? Torch. Ne, war nur Emmeline Fett. Denn behalten wir das mal hier. Können wir hier noch die Schaufel hinschmeißen. Arrowheads. Läuft. Läuft bei uns. Dann würde ich nochmal hier unten hinschauen. Zip. Zack. Kann man hier jetzt ein bisschen was sehen? Ja. Guck an. Läuft doch. Läuft doch ganz gut. Alter, bis da oben hin noch. Schöne Sache. Ist das noch Gravel? Jo. Das ist doch mal schön zu sehen, dass hier mit drei Schlägen Gravel weg ist. Sehr schöne Nummer. Ja, und dann können wir hier abends immer mal wieder in unsere kleine Mine gucken.
bisschen Eisen haben wir auch geholt. Richtung Level 20 kommen wir auch langsam. Ja, Leute, dann würde ich sagen, würde ich jetzt erstmal einen Stopp machen für meine Aufnahmesession. Mein Urlaub müsste jetzt wieder rum sein, müsste jetzt genug wieder auf Tasche haben. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt schon, auch im Urlaub ein paar Kommentare von euch gelesen zu haben. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch zum nächsten Mal wieder einschaltet. Dann werden wir zusehen, Clay zu organisieren. Dann werden wir zusehen, anzufangen, eine neue Behausung zu suchen. Und da hatte ich mir schon überlegt, die neue Behausung würde ich ganz gerne hier im Grünbiom mal ein bisschen bauen. Da würde ich hier ganz gerne mal gucken. Obwohl ich hier beim Händler ganz gerne erstmal in der Nähe bleiben möchte, aber das ist ja noch ein Weg, das kriegt man hin. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Eventuell kann man sich ja hier so an Standrand bauen. Hier unten vielleicht. Ich weiß das nicht so ganz, weil hier ist ja die Straßenlage ein bisschen, nennen wir es mal, schwierig. Und deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wenn es jetzt später Richtung Minimike geht, ist natürlich blöd, da unten zu wohnen, wenn man hier dann immer hoch muss. Wir werden uns mal in der Richtung hier ein bisschen erkundigen. Kann mir hier schon mal einen Waypoint machen. Ich schreibe mir das aber auch nochmal auf mein Merkzettelchen hier. Hier mein kleiner Merkzettel, da steht so ein Krams alles drauf. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch gefallen hat, was ihr hier seht. Bis dahin, tschüssi!